Recht herzlich willkommen zur 52. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind unterwegs mit unserem Bahn. Letztes Mal hatten wir 315, jetzt sind wir schon 339. Sieht ja richtig gut aus. 234, kann man alles verkaufen. 128, das lohnt nicht. Genau so ist es. Das lassen wir, der Fisch geht hier weg. Machen wir so. 220, das lohnt nicht. Ne, das lassen wir so. Hier haben wir noch für 80. Sag schon. Ne, eigentlich. Ne, lassen wir. Das bringt ja auch nichts. So, zukaufen. 250. Da könnte man 4 hier zukaufen, machen wir auch. Hier, das produzieren sie ja, aber das bringt uns auch nicht weiter. Kohle. 48 ist niedrig. 24 dazu und hier oben wäre jetzt noch das Holz für 37, damit der Wagen voll ist, oder? Ja, machen wir so. Mit Freude. Nach da oben hin zu Czernowitz. Dann sind wir schon bei 362. Das Geld sprudelt gerade. Eine unserer Einheiten ist auch schon fertig geworden. Mal noch ein bisschen gucken. Mit einer kommen wir da nicht weit, ne? Oh, hier gibt's was. Rot. 115. Na, 10er kriegen wir los. Den Fisch auch komplett weg. Hier ist das Holz gut weg. 59, das ist nichts Gutes hier. Das lassen wir so. 134 ist aber gut. Okay, nicht ganz, aber einiges geht weg. Und hier unten, die Tücher, die gehen nicht ganz weg, aber einiges auch. Ja. Ne, machen wir nicht. So, was können wir einkaufen? Hier wären 630, okay. 4, 5. 6 mal den Trunk. Brot ist mal 180. Kriegen wir auch noch 5 mit. Und das Bier mit 140. 4. Salz ist auch noch da. Geht mit 14. Das lohnt sich nicht, kaufen auch nicht. Das war's dann. Okay, dann geht die Reise nach da oben. Wiśnia. Oder Wiśnia, weiß nicht. Gucken wir mal, ne? Was gibt's hier denn so? Oh, das können wir gut verkaufen hier. Das Brot ist mit 300 auch gut verkauft. Bier geht weg. Die Felle mit 200 gehen auch weg. Nicht ganz, aber reichlich. Das Salz geht komplett weg. Hier sind wir bei 418, das ist ein Toppreis. 300 ist auch super. Und 134 sieht auch super aus. Die Kohle geht auch weg. Gut. Jetzt sind wir schon bei 445, das hat sich rentiert. So, was machen die hier? Früchte. Da geht der Preis hoch. Bei 22. Ja, Tuch für 300 haben wir verkauft. Wolle können sie nicht herstellen und 40 hierfür. Naja, ne? Machen wir mal. Gut, dann gehen wir nach Krakau. Hier sind doch ein paar Sachen da am Wegesrand. Ja, 200. Na, da geht sofort runter. 3 können wir verkaufen. 82 geht auch sofort runter. Dann lassen wir das. Hier haben wir noch 9 Tücher, die gehen alle weg. Und die Barren hier für 80. Werden wir so los, ne? Gut. Hier ist jetzt 51, ne. Dann lass das so. Kaufen. 250 hier. 4 Stück. Da geht was. 70 davon. Das rentiert sich nicht und der Rest ist es nicht. Gut. Ja, gehen wir wieder hoch, weil da ist ja das mit der Ruine, da sind die Luchse oder wer es auch immer ist und die greifen an, wie man gerade sieht, ist da schon wieder einer losgelaufen. Obwohl wir vorbeigekonnt hätten, ne? 60. Kaufen wir noch was? 12 dazu. Den Prunk haben wir verkauft hier und das Brot auch. 115, geht da jetzt was? So, ein paar können wir noch verkaufen hier. Ja. 26, das wird teuer sein. Ja. Hemden haben sie. Aber, nee. Hier können wir wieder was verkaufen. Alle weg. 240 geht. 10 gehen auch für den Preis. 134 geht auch. 3 aber nur. Ja, das hatten wir hier gekauft, ne? Weil hier gibt es nicht ganz viel. Das ändert sich nicht. Die nehmen wir noch mit. Dann hier wieder runter. Jetzt haben wir 2 Einheiten, ne? Wir haben aber, glaube ich, ein paar mehr beauftragt, oder? Wir können das ja mal gerade in Sofia testen oder checken. Sehr wohl. Nee, nicht sehr wohl. Stopp. Da nicht hin. Du gehst wieder dahin. Du gehst wieder dahin. Ja, da kommt noch eine Einheit. Gut. Dann gehen wir hier zum Händler hin. Milosevic wieder. Ne, Milos Dusan, nicht Milosevic, der war anders. 810, das geht sofort hoch, der Preis. Doch beim Brot, da geht mehr. 12 Einheiten, das Bier ist, glaube ich, auch okay. Die Fälle werden wir hier los, aber nicht so viele, aber 8 Stück immerhin. Salz können wir kaufen. Haben wir auch, hier werden wir die Früchte los. Kriegen wir hier was für 250? Ja. Zähne. Da geht was weg. Alles, tatsächlich. 134, geht was weg. Ja, alles. Und die 40. Da kommt für 50. Machen wir. Ein 10er Gewinn. So, gekauft haben wir, glaube ich, schon. Da haben wir auch. Das war's dann erst hier. Ja, gehen wir hier runter nach Konstanta. Die Tour haben wir ja nicht gemacht, ne? So, wenn die dritte Einheit ist, dann werden wir mal gucken, dass wir da die Ware einsammeln. Hier haben wir 500, wir haben irgendwas mit 300 noch was angefangen. Also das läuft gerade. Hier ist eine Hungersnot. Ja, aber das ist ja auch nicht gerade dolle, ne? Weg damit. Salz komplett weg. Geht auch. Geht alles weg. Kaufen können wir hier nichts, ne? Ist aufs Brot und die Fälle ist der Wagen leer. 535. Gehen wir hier hin. Ja, da sind schon wieder zwei Angriffe gewesen. Da oben laufen sie, ne, die Luchse. So. Ist teuer, ist auch teuer, aber da können wir was verkaufen. Die vier gehen weg. Fälle gehen auch, aber nicht alle. 12. Hier können wir was zukaufen. Da oben geht auch. Nehmen wir aber erst die teureren Sachen. Und 28. 48. Das ist 37 und das auch. Ich glaube, ich nehme das Getreide. Das wird wahrscheinlich besser gehen. So. Jetzt ist die dritte Einheit da. Schon unterwegs. Die gehen nach Konstanta und die gehen mal hier hin, ne? So gut wie da. Oder sollen wir erst gucken, dass wir hier hinkommen? Ne, wir gehen erst hier hin. So gut wie da. In die Nähe gehen wir erstmal, oder? Ja, da läuft jetzt ein Angriff. Ich glaube, wir machen den seine Leute gerade ganz schnell kaputt, ne? Das war's. Diplomatie. Ich habe nicht viel Zeit. Wo? Was wollt ihr mir denn anbieten, außer leeren Versprechen? Bieten dir immer ein bisschen Gold an. Machen wir mal 300.000. Okay, und dafür wollen wir Stadt nicht, Ware auch nicht. Geht nicht, oder was? Ach so, Forderung, hier ist es. Bündnis, Sympathie. Bündnis. Tja. Ich mach das mal. Ich nehme euer Angebot an. Was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Nochmal 100.000. Kriegen wir da jetzt was anderes schon für? Nee, ich glaube nicht. Sind immer noch feindlich, ne? Sympathie ist 42, ja. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht weiter gerade. Okay. Sein Speer ist schon kaputt. Warum sind die in die Stadt gegangen? Das ist aber nicht der Händler, den ich jetzt möchte. Den haben wir woanders hingeschickt. War der hier? Nee. Ach, den haben wir nach Konstantinopel geschickt, ne? Genau. Gut, dann gucken wir da mal rein. Ja, für 115 gekauft, die gibt es das für 110. Das ist schlecht. Das ist der gleiche Preis, den wir schon haben. Der auch. Der auch. Hier, aber das bringt auch nichts. Ja, hat sich hier übrig sozusagen, ne? Das Bier ist billig, aber der Wagen ist voll, ne? Genau. Dann gehen wir da runter. Dann schauen wir da mal, ob wir hier was loswerden. Also Wagen war ja voll, ne? Na, das lohnt sich auch nicht. Das auch nicht, aber hier geht was. Nochmal 12 Fässer weg. Hier geht auch was, aber nicht so viel. 5. Da geht ein bisschen. Oh, da geht sogar ein bisschen mehr. 35. 144. 6 davon. 630 da. Und die 80 können wir vielleicht noch kaufen, ja. 20 dazu. Und hier lassen wir das so. Wir reisen nach Izmir. Antalya ist auch noch da. So, da kriegen wir volles. Das lohnt nicht. Da gucken wir mal, was weggeht. 10. Das ist ein schlechter Preis dann. In der 18 geht was. Passt. Passt. 80. Dann komplett weg. So, und dann haben wir hier für 73 kaufen wir das ein. Wagen voll, wa? Jo. Ja, passt schon. Können wir hier hin? Schon unterwegs. Sieht wohl so aus, als ob da auch was geht. Warte mal, wo ist das? Hier haben die gekämpft. Könnte sein, ne? Ist nicht so weit. Gut, gehen wir da rüber. Das so. Geht nicht. Ziel muss eine Stadt sein, ist sie doch, oder? So, da ist sie. Passte nicht ganz, ne? Das lohnt nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Da ändert sich sofort was, das machen wir auch nicht. Ja, das ist... Ja, da brauchen wir eine Antalya, brauchen wir gar nicht hingehen, da ist... Ja, obwohl, da lohnt es noch was zuzukommen, aber wir sind voll, das funktioniert nicht. Dann geht's nach Ankara. War das letztes Mal schon frei? Weiß ich gar nicht, ne? Vielleicht auch nicht, vielleicht doch. Komisch. Gut. So. 131. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Hier auf 40 runter. Verkaufen wir. Kaufen wir bei. Und das geht weg. Können wir hier noch ein bisschen zuladen. Ja, das war's, ne? Faden könnte man gut gebrauchen. Ja, ein paar Sachen sind hier, die ganz interessant wären, ne? Aber ist halt nicht. Da wird wieder gekämpft. Aber die werden sofort kaputt gemacht, ne? So, da kommt unser Händler. Der kriegt hier den Prunk erstmal. Kann er nicht, weil er... Ne? Da geht was. Hier geht auch was. Und da geht auch was. Hm. Oder auch nicht. Den Prunk würde ich ja mitnehmen, aber nur 3. Hier können wir erhöhen. 9er. Das war's. Exquisit. Laufen wir darüber. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Also die Truppe ist schon wieder hier reingelaufen. Jawohl! Wir reiten los! Können wir die Stadt auch angreifen? Ja. Aber das sieht nicht so gut aus, ne? Wir reiten los! Ja, die anderen sind verloren jetzt. War nicht die beste Idee, ne? Der Weg ist das Ziel. Jetzt haben wir gerade unsere ganzen Einheiten verballert, weil wir die Stadt angegriffen haben. War vielleicht nicht so eine tolle Idee. Aber man muss es ausprobiert haben, ne? Also die bilden wir definitiv aus. Die waren richtig gut, glaube ich, ne? Die nehmen wir auch. Und die Bogenschützen noch dazu. Und dann nehmen wir noch ein paar Axtkämpfer doppelt. So, und dann ist das erledigt. Haben wir was. Ist er hier, ja, ne? Dann müssen wir erst ihn anwählen. Und dann reingucken. 115, 110, super. Gleicher Preis, 37. 306, 350. Und 116, 73. Ja, brauchst du auch gar nicht verkaufen, ne? Dann lass das hier sein, bringt ja nichts. Gehen wir hier rüber. Exquisit. Ja, der Handel floriert gerade nicht mehr. Ist nicht so dolle. So, Fleisch gibt's hier, okay. Wir müssen aber erst was loswerden. Nee. Das lohnt. €92 Honig. Hier geht auch. Komplett und da geht... Nicht komplett, aber eine gute Zahl. Hier oben haben wir noch. Sind wir das auch los. 360. Sieht gut aus. 7 Stück. Salz für 120 ist auch gut. Fisch 60 würde auch gehen. Was anderes? Ne, das andere ist nicht so toll. Gehen wir da rein. Route aktivieren, haben wir da angehalten oder was? Das ist unser Mann. So, das ist gut verkauft. 120, 180. Ne, da wollen wir nicht. Das ist schlecht. Das bringt's auch nicht. Das bringt's aber hier. Und 34 da. Gut, ja, kaufen können wir hier. Schon billiger der Honig. Ja, komm, nehmen wir den billigen Honig noch dazu. Kaufen wir. Ist voll der Hänger. Exquisit. Einmal nach Athen. Ja, den da zu schlagen, das wird noch eine Ecke werden, ne? So. Nein, nein. Da geht was weg. Nein. Da geht auch was weg. So, kaufen können wir hier. Hm. Klasse. Ah, jetzt haben wir doch was gekauft. Oder? Ja. Gucken wir weiter hier. 129 steigt sofort. Lassen wir. 118, 120 das Salz. Dann nehmen wir noch was mit. 6 und der Fisch ist ja auch mit 60 unterwegs. Geht, ne? Kohle mit 48 ist ganz günstig. Geht auch. 180 Stoffe. Da war der Hänger voll. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für die Runde auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.